So, hallo zusammen. Heute schauen wir uns mal ein kleines pfiffiges Ladekabel an. Es handelt sich hierbei um ein Lightning-Kabel für das iPhone, gibt es aber auch Varianten mit Micro-USB. Nun, das Kabel ist so dafür so gedacht, dass man das sich so an den Schlüsselanhänger kann man sich so ranhängt und dass man das sozusagen immer dabei hat, so als kleine Notlademöglichkeit. Das Ganze wird jetzt hier so zusammengehalten von zwei Magneten. Das heißt, man muss hier schon so ein bisschen ziehen, also es geht jetzt nicht einfach so aus Versehen auseinander. Ja, dann ist noch so ein Ring hier mit dabei, um das am Schlüsselbund festzuhalten. Ich habe mir das jetzt gekauft, weil ich hatte immer so ein kurzes Ladekabel immer so dabei. Also ich habe so ein kleines Täschchen für unterwegs, wo verschiedene Ladekabel, eine kleine Akkubank und so weiter drin ist für verschiedene Geräte. Und da habe ich jetzt eben das Lightning-Kabel. Das ist irgendwie verschütt gegangen, was ich da bisher hatte. Und deswegen habe ich jetzt dieses Ding jetzt hier gekauft. Das kostet so 9 Euro und macht dann eigentlich soweit einen ganz guten Eindruck. Was man beachten muss bei dem Kabel ist, dass es im Lightning kann ich ja, beliebig rum anstecken. Hier ist es aber so, dass jetzt hier die Kontakte nur auf einer Seite sind. Das heißt, ich muss beim Anstecken darauf achten, dass ich das in der richtigen Richtung halt anstecke. Da hatte ich nämlich auch schon gleich das erste Problem mit diesem Gerät jetzt hier. Es hat erstmal nicht geladen. Und zwar hatte ich jetzt hier das Problem mit meinem Lightning-Port, der war so ein bisschen verdreckt. Also da bin ich dann extra hergegangen, habe dann hier mit so einer kleinen Pinzette, habe dann hier so den bisschen so reingefahren und habe dann so ordentlich Staub rausgeholt. Das hat jetzt mit einem normalen Lightning-Kabel hatte ich da keine Probleme, weil wahrscheinlich die andere Seite noch ging. Aber mit dem ging es dann eben nicht, weil eben hier bloß eine Seite das quasi ja aktiv ist. Das gleiche ist auch hier auf der USB-Seite. Ist auch so, da muss man auch aufpassen, wie rum man das einsteckt. Ich kann es nämlich auch hier verkehrt rum reinstecken. Dann tut sich nichts. Wenn ich es aber richtig reinstecke, dann kann es geladen werden. Also das ist so ein bisschen der kleine Nachteil davon, dass es so ein bisschen nicht ganz verpolungssicher ist. Und jetzt stecken wir das einfach mal an. Wir probieren es jetzt mal aus. So, und wie man sieht, da passiert jetzt nichts, weil ich es eben jetzt verkehrt rum angeschlossen habe. Das heißt, ich muss jetzt hier drehen und dann lädt auch schon das iPhone. Das Kabel ist ungefähr so, ja, ich weiß gar nicht, werden so 10, 12 Zentimeter, werden es ungefähr so sein, ist das Kabel lang, es lädt dann ohne Probleme, es lädt dann so mit 2 Ampere Ladestrom, das passt alles soweit, ist also quasi ein kleines pfiffiges Kabel für unterwegs. Ob man das jetzt am Schlüsselbund anbringt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich packe es bei mir in eine extra Tasche, ansonsten, ja, finde ich, kleines nettes Gadget, falls man mal unterwegs laden muss. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und auf Wiedersehen.